Moin Freunde, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabby und heute stellen wir euch diesen hier vor. Und mit wir meine ich mich. Ich hoffe, ich kneife die Augen nicht zu sehr zu, weil ich habe drei Lichter vor mir und die blenden halt extrem. Naja, also Eiskaktus von Holster. Ich möchte am Anfang jetzt schon mal sagen, weil ich den natürlich vorher schon mal geraucht habe, um den auf mich wirken zu lassen, dass das alles nur meine Meinung ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich will niemanden angreifen. Punkt 3, ich will keinen schlecht reden. Das ist die neue, relativ neue Dose, sage ich mal. Also natürlich nach der Gesetzesänderung. Und ich kannte Eiskaktus schon, weil ich auch mehrere Dosen auf Vorrat gekauft hatte. Der Grund ist, das war mein Lieblingstabak. Also ich habe ihn geliebt. Es soll schmecken übrigens, und das habe ich auch so sehr geliebt, eine süße Kaktusfeige, vollmundig und ja, kaktusfeigig halt, wie man das auch nennen mag. Und im Hintergrund halt so eine leichte Eisnote. So war das und ich habe es geliebt, ich habe mich verliebt, ich habe x Dosen davon geraucht und genau, dann kam die Gesetzesänderung, ich hatte noch mehrere auf Lager. Vor kurzem habe ich dann diese hier gekauft bei Camp Smokes. Grüße an die Jungs. Ich sag mal, das ist der neue Eiskaktus. Und bevor wir zu den ganzen Feinheiten kommen, ich rauche im Werkbund Medieval Funnel mit Lotus 2 Aufsatz 2 Almani 27er Kohlen drin. Und eine auf Kipp außen. Und genau, ich blende euch den Kopfbau mal hier oben ein. Und komme dann jetzt erstmal zum Schnitt. Der Schnitt sieht wie folgt aus. Der ist. Ficke. Der ist holstermäßig. Ja, wie soll ich sagen? Er ist ein kleines bisschen gröber geworden. Ist aber dennoch mittelfein, obwohl er vorher ja, normal fein war. Die Molasse, ich würde, oder würde eigentlich, wenn ich den alten hätte, noch sagen, sehr gut eingezogen. Jetzt ist er wirklich in Molasse getränkt. Ich würde das jetzt gern mal zeigen, aber ich weiß nicht, ob man das sieht, weil natürlich die Molasse geht nach unten, also fließt nach unten. Ich kann ja mal ein, upsala, muss ich aufpassen mit dem Schlauch. Ich kann das ja trotzdem mal versuchen zu zeigen. Und im Hintergrund kommt meine Katze rein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Naja, also, hier ist der Schnitt. Ich hoffe, man erkennt das. Ich hoffe, der Fokus nimmt das an. Oh, nö. Bitte geh mal weg. Ich bin am Drehen. Naja, wir machen mal professionell weiter. Und jetzt kommen wir zum Geschmack. Wie gesagt, Lieblingstabak gewesen und eine süße Kaktusfeige mit einer wirklich leichten Kühle im Abgang. Der Geruch ist immer noch 1 zu 1 gleich. Immer noch Geruch, bam, Kaktusfeige, 95% und diese kühle Mentholnote oder mit was auch immer das jetzt gekühlt wird, riecht man gar nicht. Anders im Geschmack. Ah, ich habe mir das Ding voll in die Zähne gehauen. Oh, shit. Also, ich rauche jetzt ein paar Mal und dann, genau, kommen wir zum Highlight, würde ich mal sagen. Nicht viel drumrum quatschen, ich rauche einfach. Und ich muss sagen, ich habe jetzt dreieinhalb Züge, glaube ich, gemacht, zweieinhalb, dreieinhalb Züge. Ich kann nicht mehr rauchen, weil es schmeckt einfach. Nee, es schmeckt nicht. Es kühlt. Also es ist einfach nur eine Eisbombe. Es kommt mir so vor, als ob ich Holster Booster rauche. Pur. Pur. Und das finde ich schade. Ich habe, also erstmal zum Preis 17,90 habe ich das schon gesagt. Ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht. Jedenfalls 17,90 € kostet die 200 Gramm Dose.
Ich habe dann Holster darauf angeschrieben, habe im Vorfeld schon seit einigen Tagen oder ein, zwei Wochen sogar schon gesehen, dass ich nicht der Einzige bin, der das so findet, vom Geschmack. Also es ist einfach eine extrem kühle Note, was mich halt extrem stört, weil die Kaktusfeige kommt wirklich, wenn ihr Glück habt, 5 Minuten durch, aber auch nur ganz leicht. Und ich finde das einfach schade. Ich habe dann Holster angeschrieben, ich habe keine Antwort bekommen. Kann ich ja hier nochmal einblenden. Dann habe ich unter einem Bild, wo der Kaktus, Eiskaktus neu vorgestellt wurde, wo der nochmal rauskam nach der Gesetzesänderung, die haben ja ein Bild gepostet bei Instagram, habe ich da nochmal geguckt. Auch da stand ich nicht alleine da. Und dann habe ich gesehen, auf einen Kommentar hat Holster dann geantwortet, was ich überraschend fand, weil der Support, habe ich gehört und auch selber miterlebt, ist nicht der beste. Jedenfalls. Ich habe dann gesehen, dass die kommentiert haben, die neue Charge, das habe ich komisch betont, ist wieder gut ab Juli, ich glaube, stand Mitte Juli, Anfang August, irgendwie sowas. Ich kann ja den Screenshot auch hier nochmal einblenden. Und da dachte ich, okay, cool. Vielleicht habe ich nur eine ältere bekommen. Eine ältere von den neuen, sagen wir es so. Bis ich dann unter die Dose geguckt habe. Und auch da stehe ich jetzt nochmal für auf. Nein, Pischi, ich kann jetzt nicht. Bitte pass auf die Pfeife auf. Jetzt bist du in der Kamera drin. Oh, naja, jedenfalls. Ich mach mal kurz den Deckel drauf. Einen Moment. Weil, wenn ich die Dose jetzt umkippe, dann ist ja logisch, dann kann ja sein, dass einiges rausfällt. Also, die haben gesagt, Juli, Anfang, also Mitte Juli, Anfang August spätestens wird das neu sein. Hier sehen wir Produktion. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe wirklich, man kann das lesen. Produktion ist der 11.8. diesen Jahres. Das heißt, es müsste schon eine von den neuen Dosen sein, die general überholt werden gehättet müssen. Hä? Die hätten gut sein müssen, so wie damals, sage ich mal einfach. Ist es nicht. Was ich schade finde. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Normalerweise, sagen wir es so, wenn es so wie der alte schmecken würde, und ich glaube auch, der wird wieder so schmecken, ist nur eine Frage der Zeit, nehme ich mal an und hoffe ich, dann würde ich sagen, eine wirklich leichte, süße, wunderschöne Kaktusfeigennote und diese Eisnote, diese leichte, wirklich leichte Kühlung, angenehme Kühlung, kommt im Abgang durch. Hier bei dieser kann ich nur sagen, wie ich eben schon gesagt habe, Booster, einfach nur kühl. Ich hoffe, dass ihr, falls Holster das sehen sollte, dass ihr das nochmal, ich sag mal, ausbaut, die Kühle einfach mal rausnimmt, den großen Großteil, und damit es halt wieder so eine erfrischende Kaktusfeigen-Sorte wird, die ich geliebt habe und eigentlich immer noch liebe. Ich hoffe einfach, dass es so wird, wie es war. An die, ich sag mal, neutralen Zuschauer oder was auch immer, schreibt es mal hier unten in die Kommentare irgendwo, wie ihr die Sache seht. Und nochmal an Holster selbst, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht zu sehr angegriffen, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, und wenn ja, hoffe ich einfach, dass ihr mit Kritik umgehen könnt. Ich denke, so erwachsen sollten wir alle sein. Und genau, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Videos. Ich rauche nochmal obligatorisch fürs Video ein paar Mal. Wenn ihr gerade eine Pfeife anhabt, zieht mit. Oder wenn ihr keine Pfeife anhabt, dann macht das weiter, was sie gerade tut. Und zwar das Video gucken und was auch immer. Vielleicht nebenbei essen. Mich würde mal interessieren, was macht ihr nebenbei, wenn ihr unsere Videos guckt. Wenn ihr gerade neu zuguckt und uns nicht abonniert habt, dann abonniert uns. Und an alle anderen, was macht ihr, während ihr unsere Videos guckt? Raucht ihr eine Pfeife? Esst ihr? Ist es nur im Hintergrund?
keine Ahnung, holt euch dabei einen runter, was weiß ich so. Was macht ihr? Das würde mich wirklich interessieren. Und wie gesagt, jetzt kommen die obligatorischen Züge, die ich auch als Thumbnail nehmen werde, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also, ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich hoffe, das ändert sich bald. Ich nehme an, es ändert sich bald. Und genau, Kaufempfehlung will ich Ihnen, also ich will keine Kaufempfehlung rausgeben, weil ich sage, kauft ihr nicht, sondern ich gebe allgemein keine Kaufempfehlung raus, weil ich meine Meinung gesagt habe und würde euch aber darum bitten, wenn ihr etwas Kühles wollt oder euch das egal ist oder was auch immer, kauft den gerne, überzeugt euch selbst. Alles gut, ich bin nur der Tester. So, ihr könnt auf mich hören, ihr könnt es aber auch sein lassen. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das Video kommt ja jetzt ist Freitag, jetzt ist es rausgekommen. Ist am Freitag rausgekommen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr das wann anders guckt, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Oh Gott. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt Bock auf weitere Videos. Ich hoffe, ihr habt Bock auf einen Vlog. Ich sag gar nicht zu, ihr könnt es euch denken. Das wird etwas Spezielles sein. Hälfte Städtetrip, Hälfte Abenteuer. Und damit würde ich sagen, ich sage ziemlich oft, damit würde ich sagen, das kommt mir vor wie der Typ von, der, als es modern war, vor 3, 4 Jahren, diese Fidget Spinner probiert hat. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. So komme ich mir vor. Ist ja auch egal. Ich rede viel zu viel. Also Leute, macht es gut. Tüdelü, bleibt gesund, bleibt glücklich. Wie Felix Lobrecht bei Gemischtes Hack oder bei seinen Stand-up-Shows sagen würde, seid lieb zueinander. Tüdelü, macht es gut. Bis bald. Und ja, haut rein.